Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. In der letzten Folge haben wir die Raketensteuerung gemacht, können wir hier nochmal sehen. Da sind wir ganz seitlich einfach geflogen und haben nicht wirklich die Höhe verändert in dem Fall. Und ja, da werden wir doch jetzt bestimmt ein paar coole Sachen bekommen hier. Ich muss ein Kompliment für deine Steuerungstechnik aussprechen. Ich habe die Fahrprüfung bestanden. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich. Verstehst du, warum dieses Steuerungssystem für Next Space Rebels nützlich sein könnte? Ja. Dann mal raus damit, um Satelliten in Orbit zu kriegen. Exakt. Die Horizontalisierung steuert die Rakete um die Erde. Also zumindest in der Theorie. So weit bist du natürlich noch nicht. Klingt simpel. Ich habe eine weitere Herausforderung für dich, damit du deine Physikmuskeln spielen lassen kannst. Dann raus mal damit. Wenn du verstehst, wie man das Drehgitter verwendet, kannst du den Schub des Triebwerks genau steuern. So kann dein Triebwerk in deine Rakete in der Luft schweben. Die Details kannst du ja dann selbst ausknobeln. Im Ernst? Ich soll eine Rakete in der Luft schweben kriegen? Okay. Wie du dich hochbaust und all diese Herausforderungen weißt, das ist echt beeindruckend. Die Rakete sind sehr glücklich, schätze ich. Die Rebels können sich glücklich schätzen, dich zu haben. Ach, du übertreibst. Nur keine Bescheidenheit. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du für die schwereren Geschütze bereit bist. Und das heißt... Holy shit. Das heißt, du hast ein neues Triebwerk für dich, habe. Ein richtig professionelles. Bitteschön, ein Cluster-Triebwerk. Bau mindestens ein unterschiedliches Teil aus der Gruppe ein. Verwende nur ein Triebwerk. Erreiche eine Treibstoffstufe von 7 Kilogramm pro Sekunde. Das probieren wir jetzt noch. Und zwar mit unserem neuen Teil. Wir haben die Retro-Teile. Und ich glaube, die sind dafür perfekt geeignet, weil die sind fett. Und ich glaube irgendwie, dass die Teile, die wir da bekommen haben, auch fett sind. Und das Ding ist ja noch fetter. Dann verwenden wir doch gleich mal das da. Das ist aber nicht mittig. Okay. Wir verwenden nochmal das hier. Und das hier. Und dann können wir oben drauf die Nase packen. So. Wo ist das Triebwerk? Triebwerke? Cluster-Triebwerke. Holy shit, ist das fett! Wo soll ich denn das verbauen? Ihr wartet immer, dass ich das irgendwie verbauen kann. Wo denn? Das passt halt haargenau eher da rein. Aber nicht mehr da rein. Ich verbaue das einfach mal so scheiß drauf. Und dazu gibt es jetzt hier einen großen Treibstofftank. Und ich würde sagen, zwei Industriepumpen sollten den Fluss managen können. Hoffe ich zumindest. Ah, scheiße, warte, ich muss jetzt von da nach da rein, theoretisch, ne? Bedeutet, rein theoretisch muss ich diese blöde Pumpe nochmal um 180 Grad drehen und reinsetzen, damit ich ich muss da einen Millimeter runter. So. Komme ich denn da überhaupt noch ran? Okay, und dich? Let's try this, würde ich sagen. Bauen. Das Ding wird übel. Der Tank allein da oben. Und adieu. Das hat es nicht ausgehalten. Es hat's einfach nicht ausgehalten. Vielleicht reicht da eine Pumpe. Eine. Alter, wie schnell sind wir? Jo.
Aber okay, das ist ja nicht die Aufgabe. Rekordgeschwindigkeit mal reicht in dem Fall. Nostalgie, Retro, Schwanz, Rohr. Wir haben sonst nichts mehr zur Auswahl. Düsenflieger. Alter. Das Ding ging ab wie Schmitz Katze. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so viel kriegen, weil ich halt ein Ding wieder verwendet habe. Ja, ist gut. Und Shady. Guten Tag. Hast du ziemlich interessant für alle Zutaten für den Weg ins All sind schon da. Da will ich auch hin. Es ist nicht schwer herauszufinden, dass es du und andere Rebellen von Space versuchen, Internet zu machen. Ich muss sagen, ich habe Bewunderung für die Sache und Freiheit für die geringen. Freiheit von gierigen Unternehmen. Wollen wir dann die Runde machen? Natürlich, weil ihr Internet macht. Also, wie klappt mit Erreichen von Weltall? Kriegst du hin? Alles zusammen, beim nächsten Versuch klappt es. Ich brauche noch etwas Zeit, aber ich glaube, ich schaffe es. Ach, ich bin hoffnungslos. Versuche wohl noch. Klingt, als hättest du Schwierigkeiten ein bisschen. Ich kann Hilfe bieten beim Erreichen von Weltall. Wie? Ich habe neue Raketenteile mit Kollegen entwickelt. Ah, ist Abwandlung von Drehgelenk, von wie du nennst, verfügt über besondere Höhentracker, der Drehung automatisch anpassen kann. Ist Auto-Orbit-System. Macht Erreichen von Weltall viel einfacher. Klingt, als hätte du speziell für mich gebaut. Sehr lustig, Person. Alter, was ist das? Glaubst du bist die einzige Person, die Rebels gefragt haben? Ich bin ehrlich, das ist hervorragende Marktchance. Also willst du oder willst du nicht? Ja, bitte. Weil deine Sache gerecht, ich verlange kein Geld. Ich bitte nur um kleine bescheidene Sache. Auto-Orbit-Gerät hat kleine Tracking-Vorrichtung. Wir benutzen Tracking-Vorrichtung, um datenschaftliche Studie zu sammeln. Ich helfe gerne im Namen der Wissenschaft. Das ich gerne. Weltalldaten werden für unsere Forschung unschätzbar sein. Machst du? Auf jeden Fall. Schweben Drehgelenk. Oh, freut mich hier Gerät. Das tut sozusagen automatisch mich in den Orbit bringen. Finde ich interessant. Finde ich geil. Aber wird trotzdem Raketenstrip dieses Schwebetanz. Bau ein Tor. Tor? Schwebe 20 lang zwischen 2, 5 und wenn du eine Rakete baust, die sowohl über ein Drehgelenksteuerung als auch über einen Knopfdruck auslösbaren Treibstofftor verfügt, kann ich den Winkel und den Schub während des Fluges genau steuern. What? Okay, let's try. Simple Rakete, weil wir machen Tests. Bedeutet aus Holz, weil sonst wird es teuer. Leute, wir brauchen ein Drehgelenk. Ich habe mittlerweile das automatische Steuerung. Was kann ich denn automatisch bearbeiten? Eine automatische Steuerung. Kann ich gar nicht bearbeiten, okay. Dann brauchen wir Holz wieder die Fins, die unten dran kommen. Und er sagt, wenn ich dann einen Schalter besitze, hier so einen. Wir tun jetzt den mal die Auslösung in Metern. Ich gebe dir die. Nee, ich gebe dir die W. Und dir gebe ich A und D. Und eine sehr geringe Geschwindigkeit zum Drehen. Dann kriegst du von mir einen Treibstofftank. Oder vielleicht auch zwei, ich weiß es nicht. 20 Sekunden lang soll ich zwischen 25 und 50 Metern schweben. 20 Sekunden lang, das kann interessant werden. Und dann brauchen wir noch das Triebwerk. Dann nehmen wir jetzt ein relativ simples. Und damit sollte ich doch rein theoretisch dann schweben. Schauen wir mal. Scheiße, ich kann es nicht. Oh Gott, die Lenkung war ein bisschen zu steif. Das Problem ist, wie willst du das Ding zum Schweben bringen zwischen 25 und 50 Metern? Äh,
Drehgelenk. Ich muss deine Geschwindigkeit mal vielleicht auf 27 erhöhen. Probieren wir das mal so. Das ist jetzt keine Heavy-Lift-Rakete oder sowas. Also das Triebwerk ist eigentlich viel zu stark. Und ich bin schon wieder befangen. Ich schaff's nicht zu hoffern. Scheiße. Vielleicht sollte ich ein bisschen weniger Schub, weil sobald ich mehr Schub habe, kann ich... Probieren wir es mal. Wir haben doch noch das kleine Triebwerk. Das ist ein Technojet und das war das erste Triebwerk, was wir hatten. Ich weiß gar nicht, reicht das vom Schub hier rein theoretisch? Aber wenn nicht, wäre das blöd. Aber wollen wir mal zwei. Es gibt doch den Verteiler hier auch noch. Der passt natürlich wieder hier nicht zwischen. So, jetzt bauen wir das ganze Ding mal und probieren es nochmal aus. Wenn es gut läuft. Nein, ich will nach da drüben. Und ich bin schon wieder drüber gelandet. Und die Triebwerke waren leer. Ich weiß noch nicht, wie er sich das mit Hovern vorstellt. Noch nicht so ganz im Kopf, wie er sich das vorstellt, dass ich das mache. Weil wenn das funktionieren soll, Mega Kombination, clever dafür. 2400 neue Abonnenten. Das Problem ist... Lol. Ich kann... Jetzt aber das Ganze machen, okay? Das ganze Ding funktioniert nicht so gut wie das letzte Ding. Okay, wir machen jetzt aber zum Abschluss dieser Folge trotzdem noch, das, was ich eigentlich nicht gesagt habe, die Retro-Rakete. Und probieren die aus in ihrem vollen Glanz mit echt viel Schub auch drunter und Masse. Da müssen wir jetzt das neue Triebwerk dran setzen. Und natürlich Treibstoff. Ich habe eine Idee. Wir machen es, wenn dann schon gescheit. Und wir haben doch jetzt auch noch den Sauerstoff-Injektor-Tank hier. und wir haben hier so ein schönes Injektorsystem. So, und dann bauen wir noch so eine kleine Pumpe ein. Aber okay, die muss andersrum rein. Das ist jetzt nicht die brutalste Pumpe, aber... Sie hat auf jeden Fall, denke ich, gut Wumms. Ah, jetzt haben wir das Problem hier. Ich sollte die Dinge einfach mal so lassen, wie sie sind, ne? Dann sollen wir dem noch eins runter, mit dir eins runter und eins rein. Dann stecken wir das Teil hier an. Und bauen es mal. Schauen wir mal, wie das Ding fliegt. Das ist eine brutale Rakete und einfach nur zum Testen. Aber... Die Treibstofftanks lernen sich gleich, das ist gut. Schauen wir die Geschwindigkeit an. Vertikale und die horizontale. Wir fliegen sehr gerade, das ist cool.
20 Kilometer und wir steigen immer noch. Wir steigen immer noch. Wir haben immer noch Schub. Bei 60 Kilometern Höhe. 70. Holy shit. 90. 100 Kilometer. What? Atmosphäre. Wir haben 0% Atmosphäre. Wir sind bei 150. Haben immer noch... 170. Ist ja quasi eine One-Stage-Rakete. Holy shit. Bau links und rechts noch ein paar Booster dran oder oben eine Erweiterungsstage und wir können im Orbit arbeiten. What? 250 Kilometer. Es geht weiter nach oben und es reduziert sich nicht. Leute, wir müssen auch wieder nach unten. Also der Plan wäre auch nach unten. What? Wie hoch will das Ding noch gehen? Das war jetzt nicht der Plan. Ich habe nicht gedacht, dass das Ding so brutal ist. Oder müssen wir rein theoretisch nur eine Rakete oben drauf oder einen Booster oben drauf setzen und wir können die Herausforderung mit abschließen. Mit das als der unteren Stage sind wir gut gedeckt. Jetzt machen wir da noch ein Auto. Oh, Auto-Hover-System dran. Das könnte natürlich geil werden, Leute. Aber ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt hier, weil viral. Oh, viral. Hyperschall ISS. Das sind natürlich professionelle Lastwagen. Und Sauerstoff. Das ist geil. Ich würde sagen, wir machen trotzdem noch einen kleinen Test dann gleich. Hier haben wir super Kombination. 1 Million! What? Holy shit, das Ding ist ja viral gegangen. Okay, das war unerwartet. Aber was wir jetzt machen können, wir nehmen genau diese... Warum wird die nie gespeichert? Ich verstehe es nicht. Wir nehmen das genau selbe System jetzt nochmal, bauen das nochmal genau nach. Und zwar, wir müssen halt jetzt schauen, dass wir hier oben alles verbauen, was wir brauchen in dem Fall. Bedeutet, als erstes musste Treibstoff. Da hatten wir diesen schönen großen Tank verwendet. Und drunter der Sauerstoff. Wie gesagt, wir brauchen mindestens um einiges mehr Platz, weil halt viel mehr verbaut werden muss in dem Fall. Wir machen auch den Sauerstoffinjektor diesmal woanders hin. Wir optimieren sozusagen das jetzt ein bisschen. Wir müssen schauen, dass wir sozusagen oben dran kommen. Und hier unten muss dann die Pumpe rein. Da setzen wir eine Industriepumpe jetzt rein. Und dann werden wir einen automatischen Kurvenerzeuger hier reinbauen. Und natürlich unsere schönen Retro-Raketenteile hier dazu verwenden. Und dann noch den Booster dran. Das Triebwerk. Das neue Heiligtum dieser Raketenbauforschung. Die Frage ist, sollen wir dann noch ein weiteres Stück von dir dran bauen? Das probieren wir jetzt mal einfach genauso. Aber wenn das so klappt, wäre das natürlich mega geil. Und dann starten wir das ganze Ding. Denn die Rakete hat nicht die erforderlichen Teile, um die... Achso, warte mal. Wir machen Fähigkeitsnachweis. Und bauen das Ding. Schauen wir mal, mit einem automatischen Flugteil. Holy shit. Könnte das natürlich was werden. 3, 2, 1. Weg ist es. Ich habe halt Angst, dass die... Pumpe. Genau, das passiert, was ihr sehen. Die Pumpe ist viel zu stark. Und mit dieser starken Pumpe geht das Ding natürlich jetzt über. Bedeutet, wir müssen die Pumpe austauschen gegen die 1 drunter.
gegen die, die wir davor verwendet haben. Jetzt können wir das ganze Zeug auch ein bisschen runtersetzen. Um halt oben die Nase ein bisschen frei zu kriegen. Okay, wir setzen das Ding jetzt einfach um. So. Gehen dann hier einmal rum und schließen das Ding wieder an. Und gehen jetzt wieder auf Baum. Und wenn alles passt, ist dieses Riesending hoffentlich jetzt ready für ein Orbit. Schauen wir mal. Also eigentlich sollte das ja dann vom Winkel her super passen, super funktionieren. Ah, jetzt passt es den Winkel an, glaube ich. Vertikale Geschwindigkeit. Das macht er jetzt automatisch. Also nach ihm hat passt es jetzt, ne? Das ist, will ich jetzt sehen. Horizontale Geschwindigkeit. Wie hoch müssen wir? 160. Wir haben aber nicht die horizontale Geschwindigkeit erreicht, die wir bräuchten. Aber wahrscheinlich müssten wir dann halt noch eine obere Stage einbauen, die genau das schafft. Aber die andere, die untere Stage, schafft ja in dem Fall schon echt viel. Oder wir müssen halt noch ein, zwei Seiten Treibstofftanks reintun, die dann sozusagen die Start-Boost-Sequenz machen, dann abgekoppelt werden und dann macht der Rest die Stage. Aber ich glaube, das ist dann Zukunftsmusik, weil wir haben 100 Kilometer erreicht. Bloß halt die Geschwindigkeit passt jetzt aktuell noch nicht. Aber das könnte man mit, zum Beispiel mit so einem kleinen Booster oben dran zur Seite noch schaffen. Das sollte jetzt nicht die Schwierigkeit am Ende sein. Aber ja, wie gesagt, wir haben eine Rekordentfernung auch geschafft. Das tun wir jetzt einfach nochmal hochladen. Carmen Line, Industrie, Pumpe, Kinetik und wir machen nochmal Hyperschall rein. Und ich glaube, mit dem System werden wir uns noch nächstes Mal ein bisschen beschäftigen, um zu schauen, wie gut kriegen wir es hin, dass wir in den Orbit kommen. Eine Mega-Kombination wieder. Jetzt geht's ab. 12.000 neue Follower. Wir sind schon... Oh, wir sind jetzt immer richtig... Aber wir gehen jetzt halt auch auf eine sehr hohe Höhe. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir wahrscheinlich den Orbit schaffen. Also, bis dann. Ciao.